Das Weihnachtsgeschäft markiert im Einzelhandel normalerweise ja die umsatzstärkste Zeit des Jahres. In diesem Jahr, da ziehen die Einzelhändler allerdings bisher eine durchwachsene Bilanz. Denn die hohe Inflation und die Sorgen der Menschen, wie es wirtschaftlich weitergeht, haben dazu geführt, dass sich viele bei ihren Einkäufen zurückgehalten haben. Marco Ziegler ist stolzer Opa geworden. Für den jüngsten Familiennachwuchs sitzt der Euro locker. Ansonsten aber wird es schwieriger diese Weihnachten. Gegenüber den letzten Jahren ist es die Hälfte, was man dann ausgibt für Weihnachtsgeschenke, für alles drum und dran. Und tut das weh? Ja, natürlich. Ja, das tut ganz schön weh, muss man ganz ehrlich sagen. Ne? Man muss ja den Kindern auch erklären, dass es diesmal weniger ist wie sonst. Ne? Die Weihnachtswünsche zu erfüllen, das könnte schwieriger werden. Ja, es ist spürbar, dass viele Dinge teurer geworden sind. Woanders, auf anderen Gebieten, schränkt man sich vielleicht ein bisschen mehr ein, zum Beispiel Urlaub oder Sonstiges. Aber ich denke, so das Fest und die Familie hat schon eine große Rolle. Jetzt bis Weihnachten sagen sich alle, geht gerade noch so. Und ich glaube, so im Januar wird vielleicht dann für viele ein bisschen das böse Erwachen kommen. Etwa 120 Milliarden Euro Umsatz erwartet der Handelsverband Deutschland für das Weihnachtsgeschäft. Ein Minus von 4% verglichen zum Vorjahr. Wir sehen deutlich, dass natürlich ein größerer Teil auch der Bürger, Bürgerinnen gar nicht in der Lage ist, jetzt momentan groß zu konsumieren. Das sind gerade die Haushalte mit weniger als 2000 Euro Nettoeinkommen. Da ist die Unsicherheit groß, Haushaltsenergiekosten insbesondere, die natürlich das Budget schmälern. In den Naturkosmetikladen von Steffi Spritzagala kommen eher zahlungskräftigere Kunden. Hier brummt das Geschäft. Der Dezember ist wirklich wieder erwartend richtig gut. Damit haben wir überhaupt nicht gerechnet. So gar nicht. Wie früher, würden Sie sagen? Ja, wie 2019. Also ja, wenn nicht sogar noch besser. So ähnlich läuft es auch in diesem Feinkostladen. Besser als 2019, das definitiv. Die Leute kaufen eher hochwertiger ein. Und mehr größere Geschenke. Ein Viertel der Händlerinnen und Händler ist laut Handelsverband bislang zufrieden. Rund die Hälfte hingegen nicht. So wie viele hier auf dem Weihnachtsmarkt, wo die Besucher bescheidener geworden sind. Auch wenn die Ansprüche nicht mehr so hoch sind, weil sie müssen einfach runtergeschraubt werden, weil sie können es sich nicht mehr alles gönnen. Es ist nicht mehr da, das Geld ist irgendwann alle. Manche Händler berichten hier, es laufe sehr schlecht. Natürlich gibt es Unternehmen und Branchen, die 25-30% ihres Jahresumsatzes jetzt zu Weihnachten machen müssen, um natürlich auf ein einigermaßen vernünftiges Ergebnis zu kommen. Und insofern ist die jetzige Lage im Weihnachtsgeschäft leider schon enttäuschend. Es bleibt die Hoffnung auf die Verkaufstage bis Neujahr. Denn dann drehen viele noch einmal eine Runde in die Geschäfte des Einzelhandels.